Ein Spaziergang am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So sollte es eigentlich sein, aber alle Sorgen und Nöte kann natürlich auch ein Morgenspaziergang nicht beiseite schieben. Vor allem nicht das Thema Coronavirus in Zeiten von Jahre 2020. Tja, also bedeutet aber auch die ganze Einschränkung. Natürlich auch das Thema Mobilität ist eingeschränkt, vor allem aber das Reisen ist sehr eingeschränkt. Man kann kaum noch irgendwo wirklich hinreisen, man bleibt viel mehr zu Hause, man fühlt sich auch in Hotels heutzutage noch sehr unwohl, man weiß nie so recht, na, wo steckt man sich doch noch an, kann man sich leichter anstecken etc. pp. All diese ganzen Sachen, die werdet ihr sicherlich auch im Kopf haben. Also, was ist das Praktischste natürlich? Man nimmt sozusagen sein Zuhause mit in den Urlaub und weiß haargenau, wo alle Sachen sind. Man schläft im eigenen Bettchen zu Hause, man hat seine eigene Küche, man kann mit den Kindern genau das unternehmen. Man bleibt sozusagen in seiner kleinen eigenen Sphäre, aber einem völlig anderen Ort. Und genau das macht ja das Campen und das Caravaning so interessant. Und aus dem Grunde habe ich mir heute den Weinsberg Carahome 550 MG mitgebracht und der ist für mich das erste Mal Reisemobil, das erste Mal Camping, Caravaning und ich habe mir deswegen auch gleich diese Version hier ausgesucht, die Version mit dem Alkofen. Alkofen? Hä? Was? Wer ist das? Für die, die genauso komisch gucken wie ich, als ich zum ersten Mal Alkofen gehört habe. Das ist schlicht und ergreifend die Variante, die man, ich glaube, unter den Älteren wirklich am häufigsten mit einem Wohnmobil verbindet. Denn die Schlafkabine ist direkt über der Fahrzeugkabine untergebracht, denn da hat man sozusagen Platz im Innenraum geschaffen. Wie das wirklich jetzt ausschaut, das möchte ich mir mit euch heute genauer anschauen. Wir sehen uns den Weinsberg einmal von außen an. Wir schauen uns natürlich den Innenraum, den Wohnraum an, die Küche. Wir schauen uns an, wie es sich in dem Wagen hat leben lassen während meiner Testzeit. Und wir fahren natürlich auch, das ist ja ein Hauptbestandteil hier auf meinem Kanal, wie fährt sich denn so ein großes Wohnmobil, wenn man damit unterwegs ist, vielleicht wenn man zum ersten Mal so etwas, naja, Ausladendes bewegt. Das ist doch vielleicht auch nicht interessant. Wir schauen natürlich dann noch so ein bisschen auf den Preis. Und am Ende soll es dann eine Zusammenfassung mit einer eventuellen Kaufberatung bzw. einem Kaufhinweis geben für Ja oder Nein. Oder für wen ist denn so ein Fahrzeug dann wirklich geeignet? Solltet ihr Interesse jetzt daran haben am Weinsberg Carahome 550, würde ich mich freuen, wenn ihr dranbleibt. Abonniert den Kanal sehr gerne, gebt mir ein Like nach oben und die Profis da draußen dürfen sehr gerne unten in die Kommentarbox natürlich auch reinschreiben, was ich eventuell verkehrt gesagt habe oder was ich vergessen habe. Vielleicht sogar Tipps und Tricks fürs nächste Mal mit auf den Weg zu geben. Für alle, die neu sind, gerne unten kommentieren, was euch interessiert und worauf ich beim nächsten Mal besonders achten soll. So, jetzt geht's aber los mit dem Weinsberg Carahome 550 MG. Viel Spaß!
Der Weinsberg Karre Home 55 ist eine sogenannte Alkoven-Variante. Das haben wir ja schon gelernt. Alkoven, da sehen wir es jetzt auch sehr schön ausgeformt. Die Dachlinie da oben ist die Betteinrichtung über der Fahrzeugkabine untergebracht. Das Fahrzeug versteht sich als sogenanntes teilintegriertes Wohnmobil, bedeutet, man erkennt den Zulieferer des Grundfahrzeuges. Auf alle Fälle, in dem Fall hier, ist es der Fiat Ducato. Der Karre Home 55 ist die kürzeste Variante, die ihr bei Weinsberg bekommt mit dem Alkoven. 5,97 Meter haben wir als Gesamtlänge. 2,30 Meter ist der Karre Home 55 breit. Wir haben einen Radstand von 3,45 Metern und wie wir sehen, gibt es hier auch diverse Fächerchen. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt einfach schlicht und ergreifend mal an. Erste Tür und die größte Tür hier ist natürlich die Eingangstür. Zu der kommen wir aber später, denn wir wollen erst einmal uns den Aufbau noch ein bisschen anschauen. Hier sehen wir schon zwei Lüftungsaustritte und das sind die Lüftungsaustritte für den Kühlschrank. Ja, ihr habt richtig gehört, natürlich ist ein Kühlschrank an Bord. Dann haben wir hier schon mal zwei Fenster, die sind außen angehängt. Das sind keine integrierten Fenster. Finde ich schon mal ein bisschen schade, denn solche Fenster, wenn sie integriert sind und in den Aufbau ein bisschen besser eingearbeitet sind, sind natürlich windschnittiger, sorgen für weniger Windgeräusche und einfach ein bisschen bessere Dämmung meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz, sie funktionieren hervorragend und sind auch einfach zu bedienen. Kommen wir zur ersten Klappe. Und das ist die hier und jetzt benötige ich den Fahrzeugschlüssel. Der erste Schlüssel, da fehlt nur das Fiat-Logo, das ist der vom Aufbau, vom Fiat Ducato, wie ihn jeder Paketfahrer sicherlich zu Genüge kennt. Und dann haben wir noch einen Aufbauschlüssel, der schließt tatsächlich alle Aufbaufächer. In dem Fall schauen wir hier ins erste Fach hinein und da verbirgt sich der Gasvorrat. Wir haben hier zwei 10 Kilo Propangasflaschen dabei. Hier aber schon der erste Kritikpunkt. Die Flaschen sind sehr hoch untergebracht und 10 Kilo bzw. mit dem ganzen Metall, das ist schon ein bisschen mehr. Das ist natürlich schon eine gute Wucht und sie da drinnen anzuschließen, ist auch ein bisschen eine fummelige Arbeit. Da hätte ich mir vielleicht so einen Auszug gewünscht, dass man zumindest die Flaschen rauszieht, sie draufsteckt und dann wieder reinschiebt. Das wäre etwas, was mir auf alle Fälle schon mal gut gefallen hätte. So ist es ein bisschen eine fummelige Arbeit, aber kriegt man auch ganz gut hin und gibt auch ein bisschen Muckis. Zweites Fach und das ist jetzt nicht einfach nur irgend so ein Fach. Nein, das ist natürlich sehr wesentlich. Das ist die sogenannte Garage, die sich hierhinter befindet. Die Garage lässt sich natürlich nicht nur durch eine Luke beladen, sondern durch zwei, jeweils an jeder Seite eine. Hier drinnen ist es sehr geräumig, wobei natürlich auffällt, dass dieser Part hier schon etwas mehr Platz in Anspruch nimmt. Wir haben ein kleines Regalsystem, wo wir ein paar Sachen unterbringen können. Es gibt sogar Heizungsaustritte, das heißt, hier drinnen wird auch beheizt. Das ist ganz ordentlich. Wir haben hier Stauplatz ohne Ende. Wir können hier rund 300 Kilo einladen auf alle Fälle. Das ist sehr gut. Wir haben die Möglichkeit, hier auch Fahrräder unterzubringen, wobei natürlich Fahrräder so ein bisschen problematisch sind, denn wir haben hier keine wirkliche Halterung. Hier fliegen die Fahrräder eher rum und wenn man Fahrräder einlädt, dann bleibt auch nicht mehr so viel Platz, um hier noch weitere Sachen unterzubringen. Was man natürlich machen wird später zum Zubehör, es wird sicherlich Möglichkeiten geben, hier noch mehr Haken oder ähnliches sich dran zu machen, um dann einfach besser die Verlademöglichkeiten zu haben. Wie wir sehen, ich habe hier jetzt einfach nur mal mein Camping-Equipment so ein bisschen reingelegt, Stromkabel, Tisch, Stühle, darunter liegt noch der Teppich für den Innenraum, den ich nicht benötigt habe. Und hier liegt auch noch die Kurbel für die Thule-Markise, die ebenfalls auf dieser Seite untergebracht ist. Am Heck wäre auch die Möglichkeit, noch zusätzlich einen Fahrradträger von Thule zu installieren und ab Werk zu kaufen. Der würde dann hier untergebracht werden.
Wäre auch sicherlich eine Empfehlung meinerseits, denn innen, wie wir gesehen haben, in der Garage ist das jetzt ein bisschen suboptimal. Da oben sehen wir auch eine kleine Rückfahrkamera, die sehr praktisch ist, wenn man gerade irgendwo am Campingplatz rückwärts einparkt. Man muss sich aber ein bisschen an diese Optik gewöhnen, denn es wird eher wirklich nur dieser Bereich hier vorne angezeigt. Wirklich die Außensachen macht man einfach so ein bisschen LKW-Fahrer-Style mit den Außenspiegeln. Kommen wir aber auf die andere Seite rüber. Auch hier gibt es natürlich wieder Fächer, den Zugang zur Garage auch von dieser Seite, wie wir gesehen haben. Aber viel wichtiger sind eher jetzt diese Fächer hier. Das muss man ganz klar sagen. Jetzt baue ich wieder meinen Schlüssel. Hier hinter verbirgt sich nämlich der Zugang zur Toilette. Toilette? Ja, wir haben natürlich auch eine Toilette hier an Bord. Das ist ein gängiges System, was mittlerweile die meisten Wohnmobile haben. Eine ganz normale Toilette, wo man hier mit dem Abfluss den so rausdrehen kann. Dann macht man das Ganze auf und kann das Ganze dann an einer Entsorgungsstation entleeren, spült das Ganze dann aus, tut noch ein bisschen Chemie rein, eine sogenannte Chemietoilette ist es nämlich. Und dann ist diese auch wieder einsetzbar. Die schiebt man dann wirklich wunderbar hinein. So, da gibt es noch einen kleinen Auszuggriff, damit man das Ganze dann auch zur Entsorgungsstation ziehen kann. Das ist gut abgedichtet hier mit Silikon. Das heißt also, wenn mal was rausläuft, dann läuft es jetzt nicht in den Aufbau hinein. Das ist schon mal sehr viel wert. Aufpassen muss man allerdings, dass diese Klappe hier nicht die ganze Zeit aufsteht. Das steht hier auch schön drauf. Denn so. Denn dahinter verbirgt sich hier die Truma-Heizung, die Gasheizung. Und die hat hier die Ausströmungsluft und die ist durchaus heiß und kann es schaffen, hier euch diese Tür anzusenken. Also gut aufpassen. Selbes gilt hier für diese Klappe. Nein, das ist nicht die Tankklappe. Deswegen steht es da auch schon mal drauf. Ganz wichtig, das hier ist der Zugang zum Frischwassertank. Wir haben 124 Liter Frischwasser dabei und der Grauwassertank, also der Abwassertank, hat ein Fassungsvermögen von 101 Litern. Warum ist der kleiner? Tja, ganz einfach, weil bestimmtes Wasser wird ja auch zum Kochen benutzt und geht dann auch mal so dahin. Das heißt, man wird diese 124 Liter Frischwasser nicht 1:1 in Grauwasser umwandeln. So, dann aber der Zugang hier, das ist das schönste, meiner Meinung nach am besten gelöste System, was man hier verbaut hat. Das ist von der Knaus-Tabbert-Gruppe die sogenannte Wartungsklappe. Und wenn man die hier aufmacht, dann sehen wir, dass hier alles wunderbar aufgeräumt ist. Wir sehen hier den BWT-Wasserfilter. Das heißt, das ist ein System, was Knaus-Tabbert in allen Wohnmobilen mittlerweile verbaut. Da wird das Wasser nochmal gefiltert, aus für Bakterien. Wenn der zugesetzt ist, kann man auch mit einem Adapterschlauch hier das System überbrücken, wenn man keine Ersatzkartusche dabei hat. So ein bisschen das Brita-Filtersystem, was man so kennt. Dann haben wir hier den Frostüberwacher. Wenn man den einschaltet und das Fahrzeug draußen steht und es wird unter 4 Grad, öffnet der und lässt die Wassertanks nach unten ab, damit die nicht gefrieren. Sollte man immer stets darauf achten, dass wenn man das Wohnmobil natürlich länger abstellt und nicht drin wohnt, dass die Tanks leer sind. Dann haben wir hier die Klappe, um den Außenstrom sozusagen durchzuführen. Man führt hier unten das Kabel hindurch und kann es dann hier oben in den CEE-Stecker hineinstecken. Dann haben wir hier die Schieber für Frischwasser und Grauwasser, die man dann auf- bzw. zudreht. Ganz klare Geschichte. Und so ist das wirklich ein sehr gutes System. Man ist toll zugänglich an der ganzen Geschichte. Und mit der Wartungsklappe ist das einfach und sauber verstaut und schaut auch für meine Begriffe noch ganz ordentlich aus. Das war es dann auch schon von dieser Seite. Wie wir sehen, haben wir auch hier noch ein sehr großes Fenster. Wir haben noch eins hinten für den Schlafbereich und wieder ein weiteres oben am Alkoven. Also drei Fenster auf jeder Seite, sind sechs Fenster. Schon mitgerechnet, die Fahrerkabine, die zählen wir ja nicht, da schlafen wir ja nicht drin. Ne? Können wir aber auch komplett vorne abdunkeln. Wir haben dann einen Vorhang von innen, um das Ganze natürlich auch blickdicht abzuschotten. Ja, jetzt würde ich sagen,
schauen wir uns doch einmal an, wie das Markisensystem funktioniert. Denn unter dem werden wir uns ja durchaus etwas länger aufhalten, wenn wir denn unser Camping-Utensilien aufgebaut haben. Und dann gehen wir einmal mal rum. Zum Aufbau der Thule-Markise empfehle ich euch definitiv zu zweit zu sein. Denn vor allem das Thema mit dem Abstützen ist so eine Sache. Wir holen erst einmal unsere Kurbel raus. Die haben wir hier. Das Kurbelsystem hat auch so ein bisschen seine Eigenheiten mit diesem Zapfen, den wir hier haben, den da oben einzufädeln, dass er dann nicht wieder einem entgegenkommt, ist auch so ein Trick. Ja, das will gelernt sein, aber ich denke, als erfahrener Camper hat man das dann irgendwann mal raus. Ich bin es ja noch nicht, also werden wir gleich sehen, dass meine Wenigkeit es wohl nicht so ganz hinkriegt, aber sieht ganz gut aus. So, jetzt kommt nämlich der wesentliche Punkt. Ihr könnt das Ganze nicht bis zur Ewigkeit rausdrehen, weil sonst kippt euch das Ding hier ab. Also, so weit ungefähr raus. Jetzt komme ich persönlich aber noch nicht ran. Also, müssen wir wieder weiter drehen, doch noch. Ich gebe dem Ganzen doch noch ein Stückchen. So, wunderbar. Jetzt komme ich hier oben ran, kann das Ganze ausklinken und die erste Stütze mir herunterholen. Jetzt mache ich das Ganze mal so. Ich stütze das Ganze schon mal ein wenig hier ab. So, hier auch das Gleiche. Wieder ausklinken und herunterholen. Rausziehen. So. Jetzt drehen wir mal ein Stückchen weiter. So, jetzt würde ich nämlich sagen, machen wir so, dass wir das Ganze hier mal so ein bisschen fix machen. Und genau da ist das nächste Thema. Hier ist so ein harter Punkt, über den man erstmal drüber kommen muss. Das traut man sich eigentlich kaum. Wirklich dieses, ja, und jetzt kommt das nächste. Tariert das Ganze mal so ein bisschen aus. Das muss deutlich höher, wie wir sehen. Hier ist jetzt auch nicht gerade der beste Untergrund, weil der Schotter geschottert ist. Jetzt gucke ich mir das Ganze mal an. Natürlich hängt sie schief. Also wie ihr seht, das ist so ein Thema, was auf alle Fälle gelernt sein will und was ihr auch in meinen Augen auch wirklich zu zweit machen solltet, damit ihr so ein bisschen eine Übersicht bekommt. Ja, so würde ich sagen, sieht das Ganze schon mal ganz gut aus. Wir belassen es jetzt einfach mal als Show-Effekt, denn sonst würde das Video viel zu lange gehen. Aber das braucht schon eine gewisse Zeit und vor allem auch eine gewisse Übung, bis ihr die Markise hier draußen habt. Viel interessanter aber, bevor wir jetzt hier mit der Markise weiter rumhantieren, gehen wir rein, schauen uns mal den Wohnraum an und wie sich es da drinnen so leben lässt während der Campingzeit. Da es mittlerweile angefangen hat zu regnen, habe ich mich natürlich ins Wohnmobil reingesetzt und sage mir, komm, wir fahren jetzt einfach auf einen schönen Campingplatz, ganz spontan und da vor allem, wo es auch etwas sonniger ist. Da nehme ich euch jetzt also mit, der kleine Fahreindruck gehört ja auch dazu, schließlich bin ich ja normalerweise ein Auto-YouTuber und aus dem Hintergrund muss ja der Fahreindruck hier vom Weinsberg Cara Home auf alle Fälle noch berichtet werden. Also unter der Haube steckt ein 2,3 Liter Turbo Diesel Motor mit 120 PS und 320 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Das ist für die normale Fahrt auf der Ebene völlig ausreichend. An Steigungen merkt man, dass der Motor schwer mit dem Gewicht zu kämpfen hat. Schließlich wiegt der Cara Home 550 schon in der Basis knapp über 2,8 Tonnen und ihr dürft dann auch noch 2 Tonnen an den Anhänger nehmen und maximal 3,5 Tonnen darf das Ganze ja dann wiegen. Somit habt ihr dann schon mal ein ordentliches Gewicht beisammen und da wird sich dann der kleine Motor auf alle Fälle schwer tun. Für einen geringen Aufpreis bekommt ihr eine 140 PS Variante. Ich würde euch wärmstens am Herz empfehlen, nehmt die 160 PS Variante, auch wenn sie 3000 Euro Aufpreis kostet. Es ist sicherlich der bessere Motor und ein paar Kraftreserven, gerade wenn man auf Reisen geht, an Bergstraßen oder ähnlichem, schadet nie. Ja,
Das Fahrzeug ist sehr, sehr hellhörig, das ist ganz klar. Dadurch, dass der Aufbau da hinten natürlich ein großes Volumen besitzt, wird das den ersten Eindruck auf alle Fälle prägen, so wie bei mir auch. Also man hört sehr viel. Jetzt, wo es regnet, hört man natürlich die Gischt noch stark. Windgeräusche sind auch stets präsent. Was mir auch nicht so gut gefällt, wir haben hier ein Pioneer-Radio drinnen und das Pioneer-Radio ist leider nicht an die Zündung gekoppelt, sondern es muss separat ein- und ausgeschaltet werden. Liegt sicherlich auch daran, weil es hier im Alkofen eine Taste gibt, wo man das Radio einfach nur einschalten kann. Ich persönlich würde aber mir wünschen, dass dieses Navigationsgerät und Mediasystem an die Zündung gekoppelt ist, denn dann würde auch automatisch immer gleich die Rückfahrkamera funktionieren. Die funktioniert nämlich sonst nicht, wenn ihr das System einfach ausgeschaltet habt. Finde ich einen kleinen Kritikpunkt, den man hier meiner Meinung nach auf alle Fälle verbessern sollte. Beim Verbrauch ist es ganz klar, wir haben eine riesige Stirnfläche und mit dem Alkofen, das ist erstens ist es sehr seitenwindanfällig, das merkt man auf alle Fälle, trotz dem Breitspurfahrwerk, was hier verbaut ist, schiebt es den Cara Home durchaus auf der Spur immer mal wieder hin und her. Hier muss man halt ein bisschen sorgfältig fahren, ein bisschen vorsichtig, vielleicht auch ein bisschen langsamer fahren. Ich bin immer so 110, 120 gefahren mit dem Cara Home auf meinen Reisen und kam so mit 12 bis 13 Litern Diesel im Schnitt aus. Das ist halt einfach normal die Hausnummer, aber ich denke, das ist ein genereller Verbrauch. Das dürfen mir gerne die Reisemobilisten unter euch mal drunter schreiben, was sonst so ein Ducato verbraucht, wenn es ein Teil integrierter ist, ohne Alkofen. Jetzt geht es endlich hinein in unser Wohnmobil. Doch, da haben wir noch ein großes, kleines Hindernis zu überbrücken, nämlich den Einstieg. Zunächst einmal die Tür öffnet im schönen weiten Winkel, rastet hier hinten ein, leider schon festgestellt, bei stärkerem Wind haut die Tür leider immer wieder ein bisschen zurück. Also hier muss man sich als Camper doch noch mal eine Lösung überlegen, wie die vielleicht besser fixiert wird. Zudem sollte man sich, wenn man das Cara Home Wohnmobil bestellt, auch einen Einstieg hier mitordern, denn die Einstiegshöhe ist doch sehr hoch. Und ob man da jetzt jedes Mal einen Schemel da vor die Tür stellen will, ich weiß es nicht. Ich finde es optisch vielleicht auch nicht so schön. Gut, aber Einstieg hier rein. Und dann haben wir hier einen Fliegenschutz, den wir einfach ausziehen können. Ja, der ist sehr praktisch, natürlich, um die Insekten draußen zu halten, hat aber einen sehr großen Nachteil. Denn fällt euch diese Tür nicht ins Gesicht, sondern ins Schloss hinein, ist der große Bügel, den wir hier haben zum Ein- und Ausstieg, sehr hinderlich. Er drückt nämlich leider den Rahmen des Fliegengitters nach innen und ihr kommt dann schlicht und ergreifend nicht mehr raus. Habt euch quasi sozusagen eingeschlossen. Sehr umständlich, weil dann müsst ihr über die Fahrgastkabine wieder hinaus. Also hier finde ich auch so ein kleiner Manko. Wir haben in der Tür noch zwei kleine Gepäckhaken oder nicht Gepäckhaken, sondern Kleiderhaken. Dennoch, soweit alles gut. Man kann es auch sehr schön abwaschen. Das gefällt mir ganz gut. Vor allem, wenn es doch mal drüber regnet, kann man es auch locker und leicht wieder trocken wischen. Doch jetzt gehen wir wirklich mal rein und schauen uns innen den Weinsberg Cara Home an. Ich habe Platz genommen auf dem wohl wichtigsten Sessel im gesamten Reisemobil, und zwar der des Fahrers. Ein wunderbar bequemer, schwenkbarer Sessel, der dazu auch dient, einen der vier Sitzplätze auszumachen, die sich hier drinnen befinden. Der
zweite Sitzplatz ist der Beifahrersitz, der ja ebenfalls schwenkbar ist hier und zu uns an die Tafel stoßen kann. Naja gut, in dem Moment jetzt erst einmal nicht, aber der Tisch ist ausklappbar, sozusagen komm an die Tafel zu mir. Wir drehen das Ganze raus und schwuppsdiwupps ist Platz Nummer 2 mit an der Tafel. 4 Sitzplätze hatte ich erwähnt, 2 habe ich euch noch nicht gezeigt. Das sind die 2, die hier hinter dem Tisch mir gegenüber sitzen. Das sind die zusätzlichen Mitfahrer. Haben wir auch 2 Dreipunktgurte untergebracht. Optional könnt ihr 2 Isofix-Verankerungen hier hinten mitordern. Die Empfehlung gebe ich euch ganz klar, denn Kindersitze hier unterzubringen ist immer so ein bisschen tricky. Zudem haben die Kindersitze sehr wenig Platz aufgrund der Distanz zwischen Tischplatte und Rücksitzlehne. Deswegen ist die Möglichkeit, auch diesen Tisch hier nicht nur ein wenig nach oben zu klappen. Komplett nach oben zu klappen ist er nämlich nicht und zu fixieren, sondern ihr müsst die Tischplatte rausnehmen und sie in der großen Garage unterbringen. Dann habt ihr genügend Platz, um eine Maxi-Cosi-Schale zum Beispiel hier zu fixieren. Ausziehen. Ablagefächer gibt es darüber auch, das ist ganz klar. Das ist wunderbar gesichert. Darin befindet sich jetzt gerade hier, und zwar die Vorhänge befinden sich hier drinnen, die dafür da sind, um die Frontscheibe und die Seitenscheiben abzudunkeln zum Schlaf, dass das Ganze blickdicht wird und auch einen Sonnenschutz bietet. Es ist dreiteilig. Ihr habt ein großes Teil, was die Windschutzscheibe abdeckt mit Druckknöpfen und die Seitenscheiben werden abgedeckt mit Druckknöpfen und Magneten. Sehr leicht zu installieren, sehr leicht abzuräumen und wie ihr seht, auch wirklich kompakt zum Aufräumen. So, ich habe das hier aufgeräumt und jetzt schauen wir uns die Küchenzeile an. Natürlich können wir auch in unserer Küche hier richtig fürstliche Menüs zubereiten. Und was braucht der Koch dazu? Jede Menge Platz. Das wirkt jetzt schon mal ganz großzügig, aber Abstellfläche ist ein bisschen wenig. Deswegen haben wir hier einen schönen Aufklapptisch. Dann können wir die Arbeitsfläche deutlich vergrößern. Als nächstes brauchen wir natürlich unsere Herdplatten. Dazu klappen wir die Glasplatte nach oben. 3 Kochfelder haben wir. Gezündet werden die Gasbrenner elektrisch hier in der Mitte. 3 Platten. Mit 3 Platten könnt ihr auf alle Fälle schon mal richtig was Schönes zusammenbrutzeln gleichzeitig. Wir haben noch zum Abwaschen ein kleines Spülbecken mit Frischwasser aus unserem Frischwassertank. Dann, wenn ich das euch mal wieder zuklappe, haben wir natürlich hier noch kurz, um unsere Kochluft quasi nach außen zu lassen, haben wir ein großes Fenster, das einmal nur einhängen. Dann haben wir auch schön Frischluft und sozusagen einen Dunstabzug. Dann das Ganze natürlich auch wieder mit einem Fliegengitter versehen und einem Sichtschutz für die Nacht. Wir haben hier runter einen 106 Liter fassenden Kühlschrank. Den Kühlschrank könnt ihr unter verschiedenen Einsatzbedingungen betreiben. Entweder ihr schaltet ihn aus, wenn ihr ihn gar nicht braucht. Am besten, wenn das Wohnmobil geparkt wird über einen längeren Zeitraum. Oder wir haben zusätzlich einen 230 Volt Landanschluss oder die Fahrzeugbatterie oder aber wir gehen über die Gasflaschen. Dann wird das Ganze dann ebenfalls hier elektrisch gezündet. Wir stellen die Kälte, den Kältegrad stellen wir hier ebenfalls ein und haben dann aber auch genügend Platz hier in unserem Kühlschrank. Sogar ein Eisfach ist vorhanden. Das heißt also, wenn die Kids nach Eis verlangen, können wir es mitnehmen. Hier unten in der Schublade ist nicht nur unser Brechwerkzeug untergebracht, also sozusagen Messer und Gabel, sondern auch die Hähne für den Gasbetrieb des Kühlschranks, für unser Kochfeld oder aber für unsere Heizungsanlage. Jetzt schauen wir uns doch einmal noch unser kleines Bedientableau an, wo wir eine schöne Übersicht auf die wesentlichen Elemente hier im Fahrzeug haben oder Bediensachen im Fahrzeug haben.
Das linke Bedientableau hier von Truma ist für die Heizungsanlage hier im Fahrzeug. Wenn wir hier einmal drauf gehen, dann sehen wir, okay, wir können hier die Fahrzeugtemperatur im Innenraum einstellen auf 20 Grad. So, dann haben wir das erledigt. Jetzt wollen wir, sehen, was blinkt, kann ich aktivieren mit dem Drehdrücksteller. Dann gehen wir auf die Wassertemperatur. Es gibt hier eine Eco-Funktion oder eine Hot-Funktion. Das heißt, es ist wirklich heißes Wasser, möchte ich haben. Oder Boost bedeutet natürlich möglichst schnell heißes Wasser zu bekommen. Ich lasse es meist auf Eco stehen. Muss ja nicht sein, dass wir gleich unsere Gasflaschen hier komplett verheizen sozusagen. Dann haben wir hier ebenfalls die Gebläseintensität. Können wir auf Eco lassen oder auf High. Ich fand auch Eco über den Nutzungszeitraum völlig ausreichend. Wir haben noch eine Timer-Funktion, wo wir sagen können, okay, das ist so die Standheizung. Wir können dann einstellen, wann soll denn wirklich geheizt werden. Das ist die Einstellung der Uhrzeit und ansonsten hier nur noch die Möglichkeiten, gewisse Einstellungen von dem Bedientableau vorzunehmen. Das rechte Bedientableau hier ist das Fahrzeugbedientableau. Da sehen wir dann auch das Thema Strom- und Wasserversorgung. Stromversorgung hier ist das Symbol für den Landstrom. Der ist jetzt angeschlossen. Wir schalten das ganze System ein. Dann geht auch hier drinnen das Licht an, denn dann wird auch das Licht hier innen freigegeben oder der Strom für den Innenraum freigegeben. Drehen wir einmal nach rechts, sehen wir den Wasserstand des Frischwassertanks. Eins weiter kommen wir in den Abwassertank. Der ist bei mir aktuell schön leer. Dann ist das Zeichen für die Wasserpumpe, die wir dann einschalten können mit dem orangenen Punkt, dass diese auch funktionstüchtig und fähig ist. Jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt sehen wir also, Landstrom habe ich, Wasserpumpe ist an, das ist schön. Jetzt sehen wir die Spannung für die Aufbaubatterie. Die ist auch komplett voll. Und dann noch eins weiter sehe ich die Spannung für unsere Fahrgestellbatterie. So, das ist eigentlich auch schon alles gewesen. Sehr einfach und intuitiv zu bedienen, wie ich finde. Hey, wer ist denn hier? Hallo? Entschuldigung, bin noch nicht geduscht. Nein, Schmarrn. Alles gut. Läuft schon, extra für euch schon frisch fertig gemacht. So, Duschkabinen sichern. Dusche erfolgt hier über einen schönen kleinen Wasserkopf. Wunderbar. Können wir hier wieder einhängen. So, eine Trockenstange haben wir hier noch untergebracht. Natürlich auch ein Dachfenster, damit der Wasserdampf entfleuchen kann. Dann kommen wir hier in die Pflegeecke hinein. Ein Spiegelschrank mit einem Druckknopf versehen. Da bekommt ihr alles an Kosmetika und Körperpflegemitteln unter, die ihr so benötigt oder eure Gattin. Zwei Kleiderhaken haben wir hier noch. Dann ein kleines Waschbecken. Natürlich auch mit Wasseranschluss, so wie es sein soll. Kleiner Plümpel, um das Ganze zu verschließen, falls ihr das Wasser stauen wollt. Ja, und darunter befindet sich dann die Toilette. Die Toilette, so eigentlich irgendwie nicht wirklich nutzbar. Aus dem Hintergrund gibt es hier eine Verriegelung. Damit schiebt ihr dann das Waschbecken zur Seite und der Lokus wird freigelegt, damit ihr auch euer Geschäft verrichten könnt. Das Ganze funktioniert so, es wird Wasser eingespeist und dann hier über den Hebel wird das Ganze in die Abwasserkassette entlassen. Der Vorteil des Cara Homes ist, wir haben zwei Schlafgemächer hier drinnen verbaut. Einmal hier im Heck die große Liegewiese gefühlt. Auch ein Bett, was 2 Meter lang ist, 1,40 breit. Hier können zwei Personen ganz problemlos schlafen oder sogar zwei Erwachsene und ein Kind. Genügend Platz ist hier. Genügend Platz, das ist auch das Thema. Wir haben hier genügend Ablagefächer, wo ihr allen möglichen Krimskrams unterbringt. Hier oben noch etwas, wo auch nichts rausfallen kann. Wir haben zwei Leseleuchten hier untergebracht, die über einen Kippschalter angeschaltet werden. Natürlich auch die zwei Fenster, die außen sind, ebenfalls wieder Fliegengitter vorhanden und Abdunklungsmöglichkeit auch gegeben. So, und jetzt würde ich sagen,
geht's zum wohl wichtigsten Schlafgemach. Auf dem Wege zum Alkoven zeige ich euch noch kurze Ablagefächer. Einmal den Kleiderschrank, der sehr klein ist. Also wirklich, ja, Jacken, okay, kriegt ihr rein oder so. Kleine Überwürfe wie Schalen oder ähnliches könnt ihr da noch reinbringen. Dann haben wir noch hier unten, da mache ich meine Füße weg, damit ihr besser hinkommt, ein durchaus großes Ablagefach. Da habe ich persönlich mein Wasser untergebracht. Da ist es tief im Fahrzeugboden untergebracht, auch vom Gewichtsverteilung. Das ist das eine. Und zum anderen haben wir ja hier noch eine kleine Trittstufe. Und wenn ich euch die hier mit meinem Fuß, wenn ich es kann, öffne, dann seht ihr, dass da auch nochmal so, naja, kleinen Krimskrams reinpasst. So, jetzt geht es aber nach vorne wieder zur Alkoven. Der Zustieg in das wohl berühmteste Schlafgemach der Reisemobilszene ist in den Alkoven über eine fünfstufige Alu-Trittleiter, die außen angehängt wird. Der Zustieg ist so ein, ja, braucht man ein bisschen akrobatische Fähigkeiten, hat man das aber gemacht, entert man ein sehr geräumiges Schlafgemach, bequeme Matratzen, für zwei Personen gut ausgelegt, auch für Erwachsene oder eben für Kinder. Wir haben drei Fenster hier, ein Dachfenster und zwei Seitenfenster. Die sind beide, oder alle drei, Entschuldigung, natürlich abdunkelbar oder mit Fliegengittern versehen, sodass hier keine Insekten hineinkommen. Ebenfalls möglich und nötig, damit hier keiner rausfällt, ist ein Sturzschutz, den wir recht einfach hier mit Gurten einklinken können. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite, wenn ihr das von oben macht, ist das zwar gut möglich, man sieht aber, ja, so die Kopffreiheit hier oben ist natürlich jetzt nicht die größte. Also wenn der Nachbar da drüben anfängt, die Kettensäge anzuschmeißen in der Nacht und ihr vor Schreck aufkommt und nach oben schnellt, dann wird der Kopf wahrscheinlich mal eine kurze Beule bekommen. Aber wenn das hier installiert ist, dann könnt ihr zumindest nicht mehr runterfallen vor Schreck, denn die Höhe ist ja durchaus unschön, wenn man dann unten am Boden aufschlägt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hau mich noch ein bisschen aufs Ohr und dann sehen wir uns noch einmal zum Fazit. Ja, ausgeschlafen bin ich jetzt. Ich hoffe, ihr seid es immer noch und ihr seid noch dran geblieben. So, kommen wir zum Fazit, wie versprochen vom Cara Home bei Weinsberg. Ja, 55.800 Euro kostet unser Cara Home 550 MG, so wie er hier steht, in einer durchaus eher basisgehaltenen Ausstattungsvariante. Für zwei Personen plus zwei optional mitgenommene Personen ist der ganz gut ausgelegt. Den Preis finde ich passabel und ausreichend gut eingepreist. Ob jetzt der Weinsberg aber mit dem Alkoven eure Variante ist, das müsst ihr selber entscheiden. Alkoven ist schließlich eine Glaubensfrage, ob man sie mag oder nicht. Schreibt mir die aber mal unten in die Kommentare, ob ihr Alkoven-Typ seid, ob ihr Van-Typ seid, ob ihr Reisemobil seid oder ob ihr doch lieber einen Transporter wollt, der innen ausgebaut ist. Mir hat das Ganze Spaß gemacht, zum ersten Mal die Camping-Erfahrung zu bekommen. Hier gilt der Dank an die Familie Görge und an den Herrn Thomas Görge, der die Kamera hält. Und jetzt genieße ich hier nochmal ein wenig die Sonne im Niederbayern und mache mir gleich nochmal ein schönes Bierchen auf zum Abschluss dieses Ganzen, denn die Kehle ist jetzt langsam ein wenig trocken vom Reden. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken und gerne auch zu teilen. Und dann sehen wir uns demnächst auch wieder, wenn es hier wieder heißt, bei Ubi testet, wir testen für euch. Bis denn, tschüss und servus, euer Ubi.